Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Hey, ich bin Silvi, 23 und habe endlich meinen ersten eigenen Job in einer Werbeagentur nach meinem Bachelorstudium bekommen. Nach 3 Jahren armes Studentenleben bekam ich jetzt endlich ein Gehalt, was natürlich nicht ganz so fürstlich war wie in meinen Träumen, aber endlich eigenes Geld. Zudem hatte ich mich gerade von meinem toxischen, neureichen Ex-Freund getrennt. Das hieß, ich war endlich frei. Und das erste eigene Geld wollte ich für das ausgeben, nachdem es mich schon lange dürstete. Einen eigenen Urlaub. Und das passende Ziel hatte ich mir auch schon direkt rausgesucht. Ich wollte nach Virgin Island, einer kleinen, wunderschönen Pazifikinsel mit einem tollen 5-Sterne-Resort. Direkt am Strand. Die Zimmer lagen direkt am Wasser. Es gab Tennisplätze, einen wunderbaren Pool, reichlich Animationsprogramm. Was wollte man noch bitte mehr? Ich hatte dieses Goldstück im Briefkasten gefunden, besser gesagt auf einem Werbeflyer, den jemand dort eingeworfen hatte. Nur 600 Euro, eine Woche, all inclusive. Aber ein Urlaub alleine ist natürlich langweilig, also facetimte ich sofort meine beste Freundin Malu an und fragte sie, ob sie Lust hätte, spontan mitzukommen. Malu und ich kannten uns schon seit Ewigkeiten und hatten schon die wildesten Abenteuer zusammen erlebt und deswegen war ihre Antwort natürlich ein klares Ja. Eine Woche später, an einem in Deutschland regnerischen Sommertag, stiegen wir in den proppevollen Ferienflieger nach Dubai. Dort würden wir dann noch einmal umsteigen, um auf Virgin Island zu fliegen. Nach 6 Stunden kamen wir an und mussten uns am Flughafen erstmal zurechtfinden. Das war gar nicht so einfach. Der neue Flieger war dann sehr viel kleiner, eine geradezu winzige Maschine. Und außer uns gab es nur einen einzig weiteren Gast mit Sonnenbrille und langen, zurückgegelten Haaren. Sah er aus wie eine Art Geheimagent. Virgin Island ist wohl ein wirklicher Geheimtipp, raunte mir Malu zu. Und ich dachte, wir können da auch Party machen, sagte ich etwas enttäuscht. Anscheinend war es wohl doch eher ein Naturparadies für Liebhaber. 4 Stunden dauerte der Flug, dann landeten wir auf Virgin Island. Ein Transfer brachte uns direkt zum Hotel. Und hier kam die nächste Merkwürdigkeit. Das 5-Sterne-Resort war an sich wunderschön. Es war traumhaft, lag, wie beschrieben, im Prospekt direkt am Meer. Ein riesiger Privatstrand, weit und breit war sonst nichts. Die Lobby war auch sehr edel gehalten und die Zimmer lagen, wie versprochen, direkt am Wasser. Also, was zur Hölle hatte ich jetzt bitte noch zu meckern? Naja, außer uns waren keine anderen Gäste da. Zumindest sahen wir niemand. Der freundliche Rezeptionist empfing uns mit einem Drink. Ein Page brachte unser Gepäck aufs Zimmer. Dort angekommen und wieder allein, tauschten wir uns sofort aus, denn auch Malu war das Ganze aufgefallen. Hier ist niemand, keine Seele am Strand, niemand am Pool, keiner auf den Tennisplätzen, flüsterte Malu, obwohl wir ja eigentlich alleine im Zimmer waren. Entweder hat das Hotel doch keinen so guten Ruf und die Bewertungen waren alle gefälscht oder es hat gerade eine schwierige Zeit, meinte ich. Da hast du recht, aber niemand wirklich hier, absolut niemand? Vielleicht haben wir sie einfach noch nicht gesehen, die anderen Gäste. Wenn das Hotel sich nicht lohnt, dann könnte man das Ganze jedoch niemals finanzieren. Da hast du auch wieder recht. Es war schon spät am Abend. Wir gingen noch zum Abendbuffet, wo es exotische, faszinierende und auch, das muss ich ehrlich zugeben, sehr lecker schmeckende Speisen gab. Aber auch hier waren wir wieder alleine, in einem goldenen Speisesaal mit Blick auf die See. 5 Kellner schwirrten herum, aber von anderen Gästen war nichts zu sehen. Ich frag jetzt mal einfach, zischte Malu. Hey, du da! Entschuldigung, wünschen Sie noch etwas zu trinken? Nein, nein, sag mal, wo sind die anderen Gäste hier? Sind wir wirklich ganz alleine? Wir haben aktuell in unserem Haus nur Sie beide und noch einen weiteren Gast. Und dieser Gast bevorzugt Privatsphäre und hat die restlichen Zimmer des Hotels gemietet. Nur ein Zimmer scheint er irgendwie nicht gemietet zu haben, da sind Sie drin. Oh, und wo ist dieser Gast? Warum ist er nicht hier im Buffet? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid. Der Kellner drehte sich um. Wir waren verwirrt, als wir wieder auf unserem Zimmer lagen und zum Rauschen der Wellen einschliefen. Wer war der geheimnisvolle Gast? Ein Politiker? Ein Filmstar? Wir wurden mitten in der Nacht geweckt von einem Klopfen. Wer ist da? Sagte Malu verschlafen.
Keine Antwort. Jemand schob ein Zettel unter der Tür durch. Dann hörten wir beide noch Schritte, die immer leiser wurden. Wer wagt es, unseren heiligen Schlaf zu stören? Fluchte ich. Malu war deutlich wacher als ich und hatte sich den Zettel bereits geschnappt. Irritiert starrte sie drauf. Na los, lies schon vor. Also, Silvi, da steht, kommt zum Pool. Ich erwarte euch. Oh mein Gott, das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Dieses Hotel, ich hab das Gefühl, es ist verflucht. Ich hatte gerade noch einen Albtraum gehabt, jetzt erinnerte ich mich wieder daran, dass in diesem Hotel Menschenexperimente gemacht wurden im Keller und deswegen alle Gäste weg waren, weil sie eingefärcht dort unten saßen. Was, wenn es eine Vorahnung gewesen war? Wir fliehen am besten, sofort, meinte auch Malu. Wir packten unsere Koffer so schnell wir konnten zusammen und schlichen durch die leeren Gänge zur Rezeption, die zu dieser Uhrzeit immer noch besetzt war. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragte ein freundlicher Portier. Wir wollen abreisen, aber die Damen sind doch heute erst angereist. Ja, aber ihr Gespensterhotel wollen wir nicht mehr. Hier sind die Schlüsselkarten. Malu knallte sie auf den Tisch. Der Rezeptionist blieb freundlich, gab uns dann aber direkt die Karten wieder zurück. Ich fürchte, ich darf sie nicht gehen lassen. Wieso das denn nicht? Der Besitzer dieses Hotels und einzig andere Gast in diesem Moment wünscht sie beide zu sprechen. Malu, lass uns rausrennen, und zwar sofort! Wir ließen die Koffer einfach liegen und rannten auf die Eingangstür zu. Sie öffnete sich Gott sei Dank. Doch wir hatten die Rechnung ohne das Wachpersonal gemacht. Zwei Typen in schwarz gekleidet, muskelbepackt, packten uns und zerrten uns wieder hinein. Der eben noch lächelnde Portier hatte jetzt ein eher finsteres Gesicht. Es tut mir leid, ich befolge nur Befehle. Sie beiden sollen zum Pool, er will sie dort treffen. Die Sicherheitsmänner schleppten uns zum Pool. Die nächtliche Beleuchtung machte das Ganze noch viel gruseliger. Und dann tauchte er auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Besitzer und einzig andere Gast. Er trug eine Tauchermaske, die er sich absetzte und dann... Das kann nicht sein! Ich fiel auf die Knie. Du? Sagte auch Malu. Ich. Und du, liebe Silvi. Schön, dass du hier bist. Ich werde immer an dich herankommen, wann immer ich will. Denn ich habe Geld und Macht, so ein Ort einfach mal eben zu kaufen, wenn ich es will. Und wenn du so dumm bist, den von mir eingeworfenen Flyer für echt zu halten und direkt hier hinzufliegen, bist du selbst schuld. Mein Ex-Freund, der neureiche und noch viel toxischere Typ, als ich es jemals hätte denken können. Was soll das von dir? Willst du mich jetzt umbringen oder was? Einsperren? Nein, das will ich nicht. Das hier war nur eine Machtdemonstration. Ihr dürft beide gehen, aber seid ihr sicher, liebe Silvi. An keinem Ort dieser Welt, egal auf welcher abgelegenen Insel du bist, du kannst mir nicht entkommen. Ich werde dich immer finden. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.